So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Vlog. Und zwar steht heute was ganz Großes an. Und zwar ziehen wir heute in ein neues Büro um. Ja, unser jetziges Büro, ich laufe hier gerade so ein bisschen rum. Ich habe mir nicht mal Mühe gegeben, es aufzuräumen, um es hier richtig authentisch für euch zu halten. Ist noch nicht so das Allerbeste, vor allem für unsere Zwecke. Wir haben hier zwei große Räume. Ich bin gerade in dem einen Raum. Laufen wir hier noch kurz in den anderen Raum rüber sozusagen. Ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, ne? Also es ist in Ordnung, es sind halt zwei große Räume, aber ja, dadurch, dass wir ziemlich viel Telefonate führen oder auch unser Coaching natürlich online abläuft, wir da sehr viel quasi am Reden sind, ist es immer extrem nervig, wenn quasi eine Person in einem so einem Raum redet. Hier kommt gerade der Jonas rein und deshalb haben wir uns umgeschaut und ziehen heute um. Ich zeige euch mal kurz so ein bisschen, wie das aussieht, wo wir heute hinziehen. Hier so ein bisschen so ein Lageplan, ja, ist extrem groß, ist, sage ich mal, doppelt so groß wie das, wo wir jetzt gerade sind. Hier kommt man rein, hier ist ein Raum für Beratungsgespräche vom Jan, hier ist ein Raum für Beratungsgespräche von Onur, hier sitzt unsere Community Managerin, hier sitze ich, hier sitzt der Jonas, hier sitzt unser Business Development, unser Backoffice, hier führen wir auch nochmal Calls, hier haben wir eine Küche, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Möbel bekommen wir Ende des Monats gesponsert tatsächlich, haben wir einen Mäzen gefunden, der uns die Möbel sponsort. Deshalb habe ich bisher auch noch keinen Vlog hier in dem Office gemacht, weil wir noch sehr behelfsmäßig mit so nicht so geilen Tischen und so weiter hier unterwegs sind. Das heißt, wir wollen aber trotzdem jetzt schon umziehen, weil wir jetzt schon den Mietvertrag unterschrieben haben. Das heißt, wir fahren später zu IKEA, kaufen uns dann ein paar Übergangslösungsmöbel und dann zeige ich euch mal das neue Office. So, es ist auch schon ein bisschen voller, ne? Ein paar Jungs sind hier am Start und es ist ein alter Bekannter da. Und zwar, ich weiß nicht, wer ihn kennt, der Moritz. Moritz, wie geht's dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Wir sind hier mal wieder United und wir filmen jetzt einige geile Interviews ab. Fünf Stück, ne? Fünf Stück, wir geben richtig Gas. Zwei auf Moritz' Kanal, findet ihr auch hier oben verlinkt. Drei auf meinem Kanal. Werden einige nice Interviews und dann bis gleich. So, Interviews mit dem Moritz sind erledigt. Und jetzt geht es erstmal in IKEA. Der eine große Vorteil, den wir hier hatten, ist halt die Bombenlage. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch in Frankfurt auskennt. Wer sich auskennt, der kennt hier so ein bisschen die Umgebung, Henninger Turm und so weiter. Das war alles natürlich perfekt in der jetzigen Situation. Das wird es beim neuen Office nicht mehr geben. Aber dafür haben wir natürlich viel mehr Fläche für einen verhältnismäßigen, günstigeren Quadratmeterpreis. Das heißt, man muss immer ein bisschen, ja, Verluste erleiden sozusagen, aber das ist auf jeden Fall ein Kompromiss, den wir eingehen können. Jetzt geht's in IKEA. So, dreiviertel Stunde im IKEA. Niemand hat mehr Lust. Oder wie sieht's aus bei euch? Herr Jonas, wie bist du zufrieden? Super. Tolga, boah, was geht jetzt ab? Tolga, wie zufrieden bist du? Meine machen nicht mehr mit. Und der Josef mit den Bootsschuhen am Start. Klischee BWR Justus, ja. Ja, also Es ist nicht ganz so leicht, hier was Gutes zu finden, aber ich will so eine Couch bei mir im Zimmer haben, im Raum. Und es gibt eine Couch, die so halbwegs in Frage kommt und jetzt suchen wir nach einem Tisch dafür noch und nach zwei so Sesseln. Sind jetzt ein bisschen deprimiert, aber wir suchen weiter, wir geben nicht auf. Und dann kommt gleich das Update, wenn wir was Gutes gefunden haben. So, eingekauft haben wir im IKEA. Hier sind auf jeden Fall diverse Stühle am Start, diverse Pflanzen. Diverse Uhren sind am Start und nochmal diverse Pflanzen. Den Großteil der Sachen, die wir holen wollten, haben wir irgendwie nicht bekommen. Irgendwie, ich wollte, wie gesagt, eine coole Couch. War nicht so geil, was da war. Wir wollten noch ein paar andere Sachen holen, die auch nicht da waren. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich dann aufs gute alte Internet zurückgreifen. Aber damit wir morgen im neuen Office schon richtig schön durcharbeiten können, haben wir jetzt Tische, haben Stühle, ein paar Pflanzen, damit es nicht komplett hässlich aussieht. Und dann freue ich mich gleich, euch mal zeigen zu können, wie unser neues Office aussieht. So, ich glaube, ich war noch nie so froh darüber, dass ich hier der YouTuber von uns bin, denn ich kann mich jetzt vor dem Einräumen ein bisschen drücken. Ja, hier sind jetzt gerade alle ganz fleißig dabei einzuräumen, außer mir. Ich kann jetzt nämlich hier einen Vlog drehen. Na, richtig geil. Wir sind jetzt nicht im Erdgeschoss, sondern wir sind im zweiten Geschoss. Ich gehe da jetzt mal die Treppen hoch, dann bleibt man auch ein bisschen fit. Erster Raum. Eine wunderschöne Aussicht auf ein Hochhaus sogar da hinten. Zweiter Raum.
auch eine wunderschöne Aussicht auf ein Wohngebäude. Dann geht's weiter. Also hier sind die ersten beiden Räume schon mal. Dann kommt man auf das Pendant und auch hier gibt es einen schönen großen Raum und die Räume sind eben perfekt für uns, für die Leute von uns, die viel telefonieren, die viel Beratungsgespräche führen und sonst so, weil das gerade im jetzigen Office eben ein bisschen sehr nervig immer war, weil sobald da eine Person redet, kann man sich nicht mehr konzentrieren in dem Raum, kann keine wirklich produktiven Arbeiten mehr machen und hier kann dann wirklich immer eine Person alleine sitzen und richtig schön laut telefonieren oder über Zoom oder sonst was sprechen. Das heißt, das sind so die ersten beiden Räume und dann geht es hier so ein bisschen in die Productivity Area. Das hier ist so einer der zwei großen Räume. Also wenn wir hier nochmal vielleicht so zurückgehen, hier ist auch ziemlich nice mit so einer Glaswand dort. Das hier wird dann mein Office oder soll mein Office werden. Geht man dann so ein bisschen rein. Dann haben wir hier hinten einen Raum, falls es euch noch am Anfang erinnert. Das hier soll dann ein bisschen so der Silent Room sein, der Produktivitätsraum sozusagen. Das heißt hier das Eckbüro, da sitzen dann unsere Praktikanten, Backoffice und so weiter vor allem. Hier hat man auch überall so ein bisschen Glaswände. Das ist auch ganz cool, kann man durchschauen. Hier haben wir schon gesagt, wollen wir so eine Hall of Fame machen sozusagen oder Wall of Fame. Mit Leuten aus unserem Coaching, die besonders coole Success-Story sozusagen geschafft haben, dass uns das dann jeden Tag auch nochmal so ein bisschen motiviert, was man dann vielleicht auch ab und zu mal zeigen kann. Hier hatte ich geplant, die Couch hinzustellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen wird. Meine Innenarchitekt-Skills sind, glaube ich, schon ein bisschen vorhanden, aber noch nicht so komplett perfekt. Das heißt, hier eventuell eine Couch, haben wir jetzt aber noch nicht gekauft, weil im IKEA hat uns, wie gesagt, da keine Couch so wirklich gefallen. Hier habe ich jetzt gerade so den Plan, meinen Schreibtisch dann irgendwie so hinzustellen. Das heißt, wo gucke ich hier raus? Ich schaue auf eine Baustelle. Ich hoffe mal, das wird nicht zu laut werden dann die ganze Zeit. Also das habe ich so ein bisschen hier für mich. Ist eher so ein bisschen Durchlauf, ne? Weil hier ist quasi die Tür, durch die man dann in diese beiden Offices kommt. Hier hinten Praktikanten, Business Development, so in die Richtung sozusagen. Und in diesem Büro hier wird dann der Jonas sitzen, hat hier quasi eine dicke Wand für Whiteboard und so weiter. Kann dann auch immer hier so ein bisschen rüber gucken, sozusagen zu den Praktis und ins Backoffice sozusagen. Dann, wenn wir mal weitergehen, haben wir hier hinten noch einen sehr, sehr großen Raum. Das heißt, diesen Raum kann man später eventuell auch, wenn sich Corona ein bisschen wieder gelockert hat, eventuell auch für kleine Runden mit Kunden beispielsweise benutzen. Vornehmlich werden da aber auch dann Telefongespräche beispielsweise stattfinden. Die ersten kurzen Vorgespräche mit Leuten, die sich bei uns eingetragen haben, da sind wir immer ziemlich viel am Telefonieren. Und da kann man sich hier dann irgendwie zu zweit oder zu dritt drin setzen. Das heißt, das wird dann auch so ein Produktivitäts-Hustle-Raum sozusagen. Was hier auf jeden Fall Manko ist Verpflegung. Also es gibt jetzt hier nicht wirklich irgendwelche Restaurants in der Nähe. Das heißt, was ganz cool ist, wir haben hier so eine Küche. Ist jetzt nicht die allergrößte Küche, aber auf jeden Fall kann man hier, hat sogar einen Backofen, gibt es kleine Herdplatte, kann man sich da mittags was warm machen oder man bestellt eben was zu essen, müssen wir mal gucken. Die Toilettenräume sind auch ganz in Ordnung. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall ein richtig geiles Office, wo Kunden vorbeikommen können, coole Gäste für YouTube-Interviews vorbeikommen können, wo man ein richtig cooles Setup aufbauen kann, wo wir unser Team weiter aufbauen können, wo wir mehr Mitarbeiter einstellen können. Und ich weiß nicht, ob ihr den Vlog gesehen hattet, wo ich so vor so einem halben Jahr oder so gedreht hatte, wo ich in Köln war bei Study Check. War ich in Köln, bin da so ein bisschen durchs Office von denen gelaufen, habe so gesagt, wow, das ist mega motivierend, sowas möchte ich auch mal haben. Jetzt hatten wir erst quasi das kleine Office jetzt für 4 Monate oder so, was ich euch am Anfang gezeigt hatte. Das war ging noch nicht so wirklich in die Richtung, aber das hier, muss ich sagen, gefällt mir sogar nochmals besser als das, was ich dort gesehen hatte. Bin ich extrem stolz drauf, auf unser Team, auch natürlich auch auf euch, dass ihr hier dabei seid, das supportet.
Und ja, ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Und wenn du Bock hast, schreib mir gerne mal auf Instagram. Kannst gerne auch mal vorbeikommen, hier unser neues Office angucken. Ich werde auch noch mal so eine Art Vlog machen, wenn wir hier ein bisschen fertig eingerichtet haben, wenn es nicht mehr so kahl ist. Na, jetzt gerade ist es, wo ich im Office war heute Morgen, war kurz vor 8. Jetzt ist gerade 18 Uhr. Wir fahren jetzt gleich, wenn wir hier alles jetzt aus dem Transporter hochgetragen haben, wieder zurück in unser altes Office, weil ich um 19 Uhr einen Live-Call habe für unser Coaching. Das heißt, ich kann mich dann gleich nochmal vom Umziehen drücken sozusagen. Die anderen werden dann nochmal die ganzen Schränke und so weiter, was wir jetzt in unserem jetzigen Office haben, wieder in den Transporter da unten einschieben sozusagen. Werden dann nochmals hierher fahren, das nochmal einbauen. Und ab morgen haben wir dann eigentlich direkt vor, hierher zur Arbeit zu kommen. Das heißt, es wird dann noch ein bisschen längere Anreise. Muss ich auch mal gucken, wie ich damit zurechtkomme, wie ich das dann optimiere. Aber das wird so mein restlicher Tag sein. Dann so um 9, halb 10 wird wahrscheinlich der Live-Call vorbei sein. Ein bisschen früher, ein bisschen später, kann man immer schlecht sagen. Und dann geht es nach einem guten 13, 14 Stunden Arbeitstag auch ins Bett für mich. Ciao. So, es ist halb 10. Ich bin durch mit dem heutigen Live-Call. Habe noch auf Discord ein paar Nachrichten beantwortet. Und jetzt geht es dann für mich auch bald nach Hause. Muss noch so auf ein paar E-Mails antworten. Und wie ihr seht, gerade bin ich noch hier zum letzten Mal in unserem alten Office, aber es ist schon super leer geräumt, ja, ein paar Sachen stehen hier noch rum. Aber morgen fahren wir dann in unser neues Büro. Das heißt, das war jetzt mal wieder in so ein kleiner Vlog. Gebt mir mal gerne Bescheid, ob das interessant und unterhaltsam war oder ob das langweilig war und ich das lieber in Zukunft nicht machen soll. Würde mich auf jeden Fall da über dein Feedback unten in den Kommentaren freuen. Und ansonsten danke dir, dass du eingeschaltet hast, und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viele Grüße, dein David.